unter anderem steckt in der Pandora ein 600 MHz ARM-Prozessor, den man absolut problemlos mit 800 MHz betreiben kann. Also eine Übertaktung ist problemlos möglich. 256 MB Speicher ist in dieser Pandora drin. Das ist die ursprüngliche Version, die sogenannte Classic Pandora, die inzwischen zwei Updates erfahren hat und in der aktuellen Version mit einer 1 GHz CPU und 512 MB RAM erhältlich ist. Die älteren Versionen sind relativ günstig zu haben, für um die 200 Euro kann man bei eBay da schon eine bekommen. Wohingegen die neue mit 1 GHz und 512 MB RAM nur quasi neu zu kaufen ist und preislich irgendwo im Bereich sich zwischen 400-500 Euro gibt. Also doch recht teuer. Unterstützt wird die CPU von einem Grafikchip, einer PowerVR SGX GPU mit einem 3D OpenGL Support. Das heißt also 3D-technisch ist die Pandora wirklich auf der Höhe mit aktuellen Handys und ähnlichen Gerätschaften, also schon ganz ordentlich. Der 3D-Chip ist in der Lage, auch problemlos solche Spiele wie Quake 3 bzw. Return to Castle Wolfenstein zu befeuern, ohne dass das ganze System irgendwo in die Knie geht. Der Bildschirm ist ein 800x480 Pixel Touchscreen, wobei Touch eben nicht hier mit der Hand in dem Sinne gedacht ist, wie mit der Fläche, sondern mit einem Stift bzw. per Druck. Der kleine Stift ist hier mit in der Konsole eingesetzt. Eine QWERTY-Tastatur gehört dazu. Leider keine deutsche Tastatur, eine solche kleine Tastatur mit im Standard dabei. Eingebaut Wireless LAN, Wi-Fi, BG, leider kein N, kann man aber über USB hier nachrüsten, habe ich hier an dieser Pandora auch so weit dran. Bluetooth 2.0 ist drin und als Spielekonsole, wofür sie hauptsächlich konzipiert ist, hat sie insgesamt zwei Analog-Joysticks drin und einen Digital-Joystick. Zusätzlich dazu insgesamt 6 Tasten, 4 Stück, wie man das von einem PlayStation-Controller kennt und auf der Rückseite noch 2 Schultertasten. Auf der Vorderseite sind 2 SDHC-Kartenslots drin und dort können Speicherkarten eingesetzt werden bis zu 256 GB pro Slot. Also das ganze Teil hat hier im Grunde genommen eigentlich gar keine Grenze drin. Es wäre also nur durch eine reine Software-Update-Schiene auch noch möglich, problemlos größere Karten einzusetzen. Denn bei SD-Karten ist es quasi so, dass die Begrenzung in den Kartenlesern selber liegt. Aber vom System her eigentlich nicht. Die Hersteller wollen schlicht und ergreifend immer wieder neue Kartenleser verkaufen. Deshalb setzen sie irgendwo immer künstliche Grenzen und benennen die Speicherkarten einfach nur irgendwie anders. Also SDXC, SDHC, wie auch immer. 2 Lautsprecher sind eingebaut, rechts und links vom Bildschirm. Kopfhöreranschluss, da habe ich jetzt hier auch nochmal eine kleine Verstärkung eingesetzt. Ganz wichtiges Feature, eines der wichtigsten Features für mich jetzt persönlich auch in der ständigen Benutzung der Pandora ist einmal USB-OTG, also er hat einen USB-OTG-Port, der verschiedene Möglichkeiten bietet, die Konsole quasi als Zusatzhardware an einen anderen Computer anzuschließen und dann zum Beispiel Tastatur- und Mausfunktionen auf einem PC zu benutzen, beziehungsweise auch die eingebauten Kartenslots als Kartenleser einem angeschlossenen Gerät zur Verfügung zu stellen. Und eine der besten Funktionen überhaupt, es ist ein echter USB-Host in der Konsole. Das heißt, ich kann alle möglichen USB-Geräte hier anschließen und an der Konsole direkt betreiben. Was wir hier gerade sehen, ist jetzt ein Anschluss über eine solche Kabelpeitsche, die kann man jetzt seit kurzem zum Glück kaufen. Ein EXT-Anschluss für verschiedene TV-Ausgänge, unter anderem SVHS und ein Composite-Ausgang. Hier sind auch noch 2 Eingänge. Die werden aber bis dato noch nicht unterstützt, aber rein theoretisch kann man dann auch hier Videosignale in die Konsole hineinspeisen und sie zur Anzeige auf dem kleinen Bildschirm bringen, beziehungsweise auch solche Geschichten zukünftig eventuell mitschneiden. Ein richtig kräftiger Akku ist eingebaut, 4200 mAh, was also ordentlich Druck drin, um selbst unter Volllast hier eine Betriebszeit von 10 Stunden zu realisieren. Standby-Zeit, wenn man den Deckel zuklappt, habe ich das so konfiguriert, geht in Standby. Die Standby-Zeit der Konsole liegt bei mehreren Tagen, bis zu einer Woche. Das Betriebssystem selber ist ein Linux-System, angepasst speziell an die Hardware. Da gibt es ein Team, was diese ganze Geschichte immer weiter entwickelt und vorantreibt. Das Ganze nennt sich Super Saxon, mit Z geschrieben.
Wie gesagt, ständig Updates, ständig Weiterentwicklung. Das Ganze setzt dann auf einem Desktop diesen, wie heißt der noch, dieser XFCE, genau, XFCE-Desktop, der also hier wenig Hardware-Ressourcen an der Stelle bindet. Ja, das Besondere, wie gesagt, was ich empfinde, ist eben der USB-Host. Das ist problemlos möglich, Tastatur, Maus, andere Joysticks, man kann also einen zweiten Joystick anschließen, um zu zweit hier auf der ganzen Geschichte zu spielen. Hubs kann man anschließen, um eben noch weitere Hardware anzuschließen. Ein WLAN-Stick habe ich hier zum Beispiel, das eingebaute Kanon WG. Mit dem kleinen Wirbelstick hier hinten drin habe ich eben auch Draft N bzw. N. Speichersticks, dabei problemlos FAT32 oder NTFS formatiert und genauso gut auch Festplatten. Auch die funktionieren. Der USB-Host, der Anschluss hier hinten, hat genug Druck, um auch eine 2,5 Zoll Festplatte hochzufahren und auch über eine längere Zeit zu betreiben. Da laufen also auch locker mal etwas mehr als 1 Ampere Strom. Man kann VGA oder HDMI-Grafikkarten anschließen, habe ich hier auch. Also ich kann hier solche eine USB-Grafikkarte anschließen und könnte dann auch einen externen VGA-Monitor hier betreiben. Aber nur über solchen Adapter oder Konverter? Nur über einen solchen Adapter oder Konverter. Was ich jetzt hier ja gerade habe, ist der SVHS-Direktausgang, den ich hier jetzt gerade setze. Ja, DVB-T-Sticks funktionieren, habe ich auch schon ausprobiert. Läuft einwandfrei, kann man also schön Fernsehen gucken, mobil. UMTS-Sticks sind möglich, habe ich selbst nicht ausprobiert. Und bis dato habe ich halt immer WLAN genutzt oder im Zweifel einen WLAN-Hotspot auf dem Handy. Und man kann natürlich auch Mobiltelefone anschließen, um diese zum Beispiel, wenn sie als Kartenleser reinkommen, zu befeuern, beziehungsweise eben auch aus dem großen internen Akku, der die Pandora schlägt und ergreifend als Ladegerät für sein Handy zu benutzen. Ja, und die USB-OTG-Funktionalität bietet dann eben die Möglichkeit, sie als Kartenleser am PC anzuschließen. Geht auch unter MorphOS an meinem Mac Mini ganz problemlos. Oder eben auch die Pandora als HID-Komponente. Das heißt also Tastatur, Maus und Touchscreen auf den PC dann zu übertragen und damit quasi an den PC fernzusteuern. Kabelnetzwerk anschließen ist nicht. Das habe ich ganz vergessen, geht aber auch. USB-LAN-Adapter ist auch vorgesehen. Oder kann man betreiben. Ja, es ist ein vollwertiges Linux-System. Jetzt noch ein paar Worte zur Software mit einem XFCE-Desktop. Umgesetzt ist OpenOffice, eigentlich ist das falsch, man müsste da schreiben. LibreOffice ist umgesetzt, Numeric AbiWord, also entsprechende Standard-Office-Pakete und Programme. Internetbrowser, eine große Vielfalt. Es gibt nun Firefox, auch immer aktualisiert, den 24er glaube ich jetzt. Kann man hier installieren, der ist nicht besonders schnell. Chromium, Phoenix und auch mit so einer der schnellsten Browser für das System ist der Godzilla. Der ist also speziell noch ein bisschen an die Hardware hier angepasst. Ein E-Mail-Programm läuft, Clausmail, Chatprogramme, Pigeon, VNC-Server und Viewer zur Fernbedienung von Computern. Alles ohne weiteres möglich. Da gibt es noch vieles mehr. Media Player, VLC ist umgesetzt, M-Player, es gibt einen Player für die Maschine, ganz speziell den Pan-Player, der auch einwandfrei funktioniert. Navigation ist möglich, GPS hat er nicht drin, aber mit dem Navi-Programm und einer Bluetooth-GPS-Maus ist es auch schon möglich, den quasi als Navigationsgerät zu benutzen. Grafikprogramme, GIMP ist umgesetzt, Anzeiger für Bilder, CQView und so weiter. Tools, gepartet, also auch mal, wenn ein USB-Stick mal die Grätsche gemacht hat oder irgendwelche Filesystemfehler hat, kann man mal schnell hier mit gepartet einmal eine Korrektur über den Stick laufen lassen. Funktioniert alles einmal frei. X48 ist ein extrem leistungsstarker Taschenrechner. Also Programme gibt es für das System inzwischen wirklich reichlich. Und es kommen auch ständig neue Programme dazu. Alle möglichen Programme werden durch Updates gepflegt. Also da ist eine Menge unterwegs. Es gibt da so eine Paketverwaltung, die dann auch übers Internet sich dann immer die neuesten Informationen holt und das Ganze dann hier auf dem System zur Anzeige bringt. Da kann man sich Bildschirmfotos angucken, da sieht man alle möglichen Details zu der jeweiligen Software. Das funktioniert also ganz hervorragend und ist extrem gut inzwischen auch unterstützt. Das ist dann Debian-Derivat, ne? Das setzt wohl ganz unten irgendwo auf Debian auf, ja. Und kann ich die Repositories von Debian auch nutzen? Soll auch möglich sein, das habe ich allerdings nicht gemacht, weil die Programme,
wie sie hier für die für das System immer kommen. Die kommen als ein Softwarepaket, als eine Datei, sogenannte .pnd. Ja, ach so, okay. Und ja, da drin ist dann im Grunde genommen alles, was man soweit benötigt. Man muss nur dieses eine Programm quasi in eine Unterverzeichnisstruktur hineinkopieren. Und dann packt das System das vollautomatisch aus und aktiviert das Programm dann. Aber man kann wohl auch über das Terminal unter Linux auch noch weitere Sachen dann direkt in das System hineinbauen. Ja, es gibt viele direkte Umsetzungen, also Spiele, dafür ist die Konsole natürlich hauptsächlich gemacht worden. Viele direkte Umsetzungen, die auf der Pandora sofort laufen. Threat Dangerous, Doom 1, 2, Quake 1, 2, 3, Heretic, Hexen, Marathon, um mal die ganzen großen 3D-Shooter zu nennen. Rod, Duke Nukem 3D, Return to Castle Wolfenstein, läuft sehr gut auf der Pandora, ist ja nun wirklich relativ, in Anführungszeichen, relativ aktuelles 3D-Spiel, was ziemlich viel Hardware-Hunger hat. Alien vs. Predator läuft einwandfrei. Jedi Knight 2 und 3 sind gerade relativ aktuelle Umsetzungen laufen. Scum, die komplette Palette der LucasArts-Spiele, einige Umsetzungen von Linux, Tux Racer, Super Tux Art, Warmox, Pushover, OpenXCom, also die Liste ist irre groß. Ich habe jetzt hier mal so einen Schwung rausgeschrieben, was ich ja schon so an Spielen installiert und ausprobiert habe, was soweit wirklich einwandfrei funktioniert. Dann gibt es eine ganze Batterie von Emulatoren, die auf der Pandora soweit funktionieren und laufen. Der Amiga natürlich, UAE for All ist umgesetzt, läuft sehr, sehr gut. C64, Weiß, also nicht nur der C64, auch andere Commodore-Systeme werden hier von Weiß unterstützt. Nintendo 64 läuft, sehr gut sogar, das habe ich schon beim letzten Mal hier vorgeführt. Die PlayStation 1 funktioniert, PSCX ist da umgesetzt. PlayStation Portable, wobei, da muss man sagen, da laufen wirklich nur ausgesuchte Spiele, die nicht so sehr hardwarehungrig sind. Die Entwicklung läuft dann noch. Da kann man jetzt nicht erwarten von dem PlayStation Portable Emulator, dass alles wirklich einwandfrei läuft, weil da ist die PlayStation Portable auch hardware-technisch noch ein Stückchen voraus. Aber es ist schon erstaunlich, was da inzwischen umgesetzt worden ist. Android, das heißt, ich kann hier mit einem schnellen Emulator, APK-EMV, der ist ganz speziell auf eine Handvoll Spiele ausgerichtet, kann ich aber eben auch Android-Spiele auf der Pandora laufen lassen. Ich kann aber auch andere Betriebssysteme auf der Pandora starten und dabei auch ein direktes Android 2.3 ist das, glaube ich. Also das Gingerbread heißt das, ja. Direkt auf der Pandora booten und habe dann ein vollwertiges Android-System auf der Maschine. Ja, Nintendo DS, DOSBox Ultimate funktioniert, NES, Game Boy, Atari Lynx, Main natürlich, der BBC Micro, Sega Mega Drive, Super Nintendo, Backtracks, Atari Jaguar. Gibt es noch irgendwelche 8- und 16-Bit-Konsolen, die hier nicht unterstützt worden sind? Findet jemand einen? Ich stehe da rein, welche sind. Doch, den gibt es, aber den habe ich nicht installiert, weil ich da keinen Kontakt zu hatte. Leider CCC, aber auch dafür gibt es einen Emulator. Ja, soweit die kurze Präsentation. Über die beiden Analog-Controller steuere ich hier quasi die Maus und simuliere auch die Maustasten. Hier gibt es ein kleines, das ist jetzt die Desktop-Oberfläche. Zeige ich wieder die erstmal ganz kurz. So sieht also die Desktop-Oberfläche von der Pandora aus. Wird jetzt hier über SVAS auf den Beamer präsentiert. Ich habe hier unten unter dem Logo das Startmenü, wo ich dann die unterschiedlichsten Programme, Einstellungen bis hin zu einem Terminal hier starten kann. Dann werden wir jetzt also hier Sachen anschauen. Terminal.